Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Faes. Und ja, wir springen jetzt wieder durch das Einwegportal zurück. Und gucken mal, wo wir da aus weitergehen. Hier müssten wir ja ziemlich viel Auswahl haben eigentlich. Ja, wir haben ziemlich das Gröbste erledigt hier eigentlich in dem Gebiet. Abgesehen von dem QR-Code da. Und dem Thronsaal. Apropos QR-Code, ich habe etwas herausgefunden mit dem QR-Code. Wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben, also die nötigen 64 Würfel zusammen haben, dann können wir in einem New Game anfangen und haben dort die Ego-Perspektive. So können wir uns zum Beispiel das da bei dem Thron genauer ansehen. Aber gut. Das nächste, was wir machen, wäre eigentlich hierher zurückzugehen. Oder wir gehen hierhin zurück. Ne, wir gucken uns mal dieses Gebiet an. Das müsste hier sein. Genug zum Erforschen haben wir ja noch. Ja, genau, das ist das Hotelgebiet hier. Das eigentlich gar nicht so groß aussieht. Aua. Gucken wir erstmal ins Hotel rein. Nein, dürfen wir nicht. Wir landen dort drüben. Da geht schon mal zwei Wege weiter. Na, gucken wir uns mal um. Ah, hier kann man hoch und runter fahren. Hopp. Hier ist nichts so weit auf der Etage. Da legt sich Gomez einfach mal schlafen. So, jetzt sind wir aber hier oben. Hier ist was. Gucken wir mal, wir haben ja noch einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel landen wir hier. Hm. Wow, da geht's ganz schön in den Keller. Hm? Okay, man sieht schon, die Karte ist riesig. Dabei haben wir noch nicht mal alles erkundet. Wir haben unter anderem auch hier noch im Dorf was zu erledigen. Das war knapp. Ich will hier hoch. So. Was ist das hier? Tja, was haben wir denn hier? Ein tiefes Loch mit Wasser drin. Hm. Das ist jetzt überhaupt nicht klischee-mäßig. Toll, wir sind in Super Mario gelandet. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Okay, und in der Blauze können wir nicht schwimmen. Okay, damit steigern wir den Wasserspiegel. Und so senken wir ihn. Okay, wir haben den Wasserspiegel gesenkt. Und einen Würfelteil gefunden dadurch. Und hier geht's wieder raus, hoffe ich mal. Ja, hier geht's ins nächste größere Gebiet.
Okay, wir haben gerade die Kanalisation entdeckt. Noch ein Gebiet mit vielen Möglichkeiten. Na gut. Wenn wir sie schon entdeckt haben, können wir sie uns auch gleich mal ansehen. Ich hoffe mal, das hier wird nicht wieder zu übertrieben. Und wir brauchen hier auf jeden Fall einen Schlüssel. Wow. Hier müssen wir den Wasserpegel wohl anheben. So. Damit wir hier drüben rankommen. Mann, das hier ist richtig Oldschool-Grafik noch. Gucken wir mal in das Haus rein. Jetzt sind wir hier gelandet. Da unten gibt es definitiv noch was. Nein, so rum. Und was haben wir da Schönes? Das ist aber wieder eine Abkürzung, die wir noch nicht benutzen können. Okay, hier haben wir mal wieder was. Dazu schnappe ich mir einen Zettel. Gucken wir das an. Das wäre rechts, hoch, links, rechts, hoch, links, runter, springen. Rechts hoch, links runter springen. Dann A, dann D und nochmal springen. Okay, das kriegen wir hin. Stellen wir uns mal in die Mitte. Also rechts hoch, links runter springen. A, D springen. Okay, wenn man weiß, wie die Dinger gehen, dann ist das einfach. Und es wird schon wieder groß geladen. Hm? Mir gefällt der Ort nicht. Mir gefällt dieser Ort definitiv nicht. Und wie der mir nicht gefällt. Hilfe, Mami. Und nü? Hier hoch. Aua. Okay, das kann man zum Glück schon mal nicht verlieren. Oh, hier gibt es einen Raum. Gucken wir erstmal da rein. Okay, das ist der erste kleinere Raum. Wow. Was zur Hölle? Okay, bis jetzt begreife ich nicht, was man hier tun soll. Das Ding verschieben kann man schon mal nicht. Man kann nur in die Plauze fallen. Aber irgendwas ist in diesem Raum. Also
sonst könnte man hier doch was tun, müsste man können. Oder gibt es die Lösung dafür in den anderen Raum? Aua. Schon wieder in die Plauze gefallen. Gucken wir mal. So, und jetzt hoch, hoch, hoch. Na, springen kostet mich nur Zeit. So. Hochklettern, hochklettern, hochklettern. Hochklettern, hochklettern. Hochklettern, hochklettern. Und hochklettern. So, und hier hochklettern. Wow. Für was auch immer die gut sind. Ich hoffe, sie katapultieren mich hoch. Nein, tun sie nicht. Uah. Mist. Okay, ich habe die Leiter übersehen. Hätte ich die nicht übersehen, hätte ich es doch geschafft. Hoch, 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 hoch. Dotto, egal was du mir zu sagen hast, ist nicht wichtig. So, jetzt schnell. Schnell hoch. So, das ist schon mal okay so. Einfach immer weiter klettern und das Drehen dabei nicht vergessen. Genau. So. Nein, das war eins zu wenig. So, hoch. Uah, aua. Nein. Komm schon. Eieiei. So. Und nü? Was nü? Ah. Okay. Okay, ich darf wieder hier anfangen. Das ist fair gesetzt.
So. Immer kurz vor knapp müssen wir drehen. Okay, da ist schon mal eine Lücke, durch die wir durch können. Okay, durch die Lücke können wir auch durch. Ich hoffe mal, das steigt nicht weiter als die Tür. Mist. Da war der Sprung nicht. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Aber das werde ich auch noch hinkriegen. Wenigstens ist hier ein fairer Checkpoint. Und drehen. Und da durch. Und gleich sind wir oben angekommen. Wow, das war knapp. Und egal wie wir es drehen, das Ding ist immer gleich weit weg. Ach so, wir werden von dem Ding da rein katapultiert ins Wasser. Mist. Okay, noch ein Versuch. Da halt in diese Plauze. Wir davon rein katapultiert. Gommes, was tue ich dir hier nur an, hä? Schicke ich dich durch diese bedrohliche Gegend hier, hä? Ich glaube, so ist das am besten. Und sobald wir fast oben sind, einmal mit Anlauf rüber in 3, 2, 1, Sprung. Geschafft. Ab durch die Tür. Ja. Was auch immer hier ist. Ist das ein roter Anti-Cube? Du hast 16 Würfel gefunden. Du weißt, was zu tun ist. Du kannst jetzt die letzte Tür öffnen. Zumindest glaube ich, dass es die letzte ist. Wow. Oh, damit haben wir dieses Ding abgeschlossen. Gut, porten wir uns zurück. Und sind wieder hier. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erst einmal wieder einen Cut. Bis gleich.